Alter, was geht ab, Leute? Okay. Jetzt gibt's asiatisch. Ich weiß gerade nicht ganz genau was, aber wir wurden da eingeladen. Wir sollen da vorbeischauen. Machen wir natürlich. Es gibt noch einen Fun Fact, den kann ich euch aber erst danach erzählen. Sonst seid ihr voreingenommen. Da sind wir, Leute. Oh. Haben die schön gemacht, oder, Leute? So, wir wurden willkommen geheißen. Heißt das so? Bisschen erklärt, was sie gerne hätten, was so Specials, was so die Specials sind, was so gerne erwähnt werden sollte, dass die demnächst noch einen Laden aufmachen. Sneak Preview, Spoiler Alert, ein paar von den Empfehlungen, ja, Standard, dass ich die halt so markieren soll, dies, das und dass ich mir aussuchen kann, was ich will. Rechts dann habe ich gar nicht so viel zugehört, weil die Chefin ist wunderschön. Das ist so viel, Leute. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel schaffe. Ich hätte jemand in der Einladung stand, dass also nur ich eingeladen werde. Aber ich hätte anscheinend noch eine Person mitbringen sollen können. Wäre auch besser gewesen, dann hätten wir mehr zeigen können. Der Struggle. Das ist der Struggle. Behind the scenes, Leute. So. Karte. Die haben Wert darauf gelegt, dass es übersichtlich ist. Passt alles auf eine Seite, was ich gut finde, nicht zu viel Auswahl. Ich nehme wahrscheinlich, also deren Konzept ist Koreanisch und Japanisch. Das heißt, wir müssen was Koreanisches nehmen und was Japanisches. Japanisch ist halt Sushi. Koreanisch ist halt Bibimbap, meine Spezialität. Da saß ich vor 2 Jahren, Leute. Ich hab doch gesagt, es gibt einen Fun Fact. Es gibt 2 Fun Facts. Den einen erzähle ich euch erst am Ende. Wir haben vor 2 Jahren hier aufgemacht. Da habe ich Besuch. Hier ist in der Nähe die Wiesen, Oktoberfest. Habe ich denen das gezeigt und dann sind wir hier vorbeigegangen. Weil hier war früher ein Sandwichladen, den habe ich auch mal abgecheckt. Da habe ich noch kein Food gemacht. Da habe ich noch gevloggt, Crypto Life und so, ihr wisst. Und da stand sie halt da, keine Gäste so. Und da haben wir Augenkontakt gehabt. Wir haben gequatscht, hey, seid ihr neu und so. Ja, ja, komm gerne rein und so. Oh, danke. Und ich bin nur reingegangen, weil sie so hübsch war. Auf euch, Leute. Mann, ich hätte jemanden mitbringen sollen. Ich weiß nicht, ob ich alles packe hier. Wir sind nicht in Topform in letzter Zeit. Ich muss wieder öfter ins Gym. Noch Gurt am Brutzeln, Leute. Das liegt an diesem Topf. Das ist ein heißer Topf. Das ist so Spezialität. Und crunchy Sushi. Flüssiges Eis, sehr wichtig. Mine ist es, dieses Wetter draußen nicht gewohnt, Digga. So. Es ist so viel, Leute. Ich bin auch nicht so hungrig, Mann. Ich habe niemanden, der mich filmt, wie ich das umrühre. Für geile Szenen. Wir checken erstmal das Fleisch. Oh. Guter Geschmack. Immerhin muss ich nicht so tun, als würde der Laden schmecken. Denn er schmeckt. Die einzige Herausforderung hier ist aufessen. So, Leute, geht schon irgendwie. Mein Gott, es ist so viel Essen, Mann. The struggle is real. Oh mein Gott. Umrühren. Das sieht saftig aus, tatsächlich. Stellt euch vor, der haut mich jetzt um. Ihr denkt dann, ich wäre gekauft. Mhm.
Not bad, not bad. Komm los, komm los. Oberes Mittelfeld, unteres Top vielleicht. Reis, fresh, weit. Fleisch, zart, mit Geschmack. Flüssiges Ei. Alle Kriterien erfüllt. Ja, der Laden ist gut besucht. Jeder Tisch ist besetzt. Jeder Tisch ist reserviert. Aber du könntest auch. Aber anscheinend läuft Mittag noch nicht so gut. Die wollen mittags pushen. Und wie gesagt, zweiter Laden ist in Planung demnächst. Coming soon. Noch fertig. Oh mein Gott. Ich brauche eine zweite Person. Vielleicht kommt jemand hier spontan, wenn ich ihn rufe. Ich hatte zwei Sushi und zwei Löffel. Ich bin jetzt schon voll. Shit, Leute. So, ein Stück noch heute. Ich glaube, ich schaffe es. Mein letztes Stück, Alter. Mindset, Leute, Mindset. Das ist nicht zu viel. Wir können das schaffen. Easy. Warum denn nicht? Die Leute schauen mich an, weil ich sitze allein. Denken, was ist das für ein Verrückter, der mit sich selber redet, bis die Kamera sehen. Dann tippen die. Ich rede mit euch, mit meinen Freunden. Mit den Minenarbeitern. Ihr seid meine Freunde, Leute. Fleisch ist gut. Fleisch ist sehr gut. Also Fleisch und Ei schaffe ich selbst. Das Fleisch schon aufgegessen. Ob sich Kathi damals so gefühlt hat, wo er die 10 McFlurry gegessen hat oder die 10 Cheeseburger. Respekt an Tati, Mann. Der hat durchgezogen. Wir können Tati nicht enttäuschen, Leute. Pause, Leute. Verdauungspause. Ich würde sagen, ich habe ein Drittel von der Bowl geschafft, vom Bibimbap. Das Wichtigste ist das Fleisch, ja. Jetzt zum Mitnehmen einpacken und Nachspeise, das wäre perfekt. Nennt ihr mich dann ein Versager, Leute? Nennt ihr mich dann ein Quitter? Ich hoffe doch mal nicht. Okay, ich würde sagen, ein Drittel noch über, Leute. Aber Limit ist erreicht. Oder vielleicht ein Viertel? Sorry, Leute. Aber ist gut. Ah, die Hitze, kein Appetit, Mann. Okay, Leute. Das zählt als aufgegessen, oder? Man kann sagen, ja, okay, ich stehe nicht auf Zucchini, auch wenn es nicht stimmt. Das zählt als aufgegessen. Mehr kann ich nicht, Leute. Einen schaffen wir, Leute. Einen. Ich bin echt am Limit. Wir haben natürlich eine Menge zur Auswahl. Lass mal schauen hier. Matcha, Mango, Maracuja, Pistazie, Vanille, Schoko, Strawberry, Cheesecake, Kokos.
darf natürlich nicht ohne Ding gehen. Die lassen mich nicht gehen ohne Nachspeise. Aber mehr als einer geht echt nicht rein. Die haben mir keinen Löffel gebracht. Das kannst du dich gerne zu mir setzen, ich bin bald weg. Ja, ich habe kein Problem, ich bin bald weg. Okay. Das ist schön. Aber nicht zu schön lassen. Ah, kein Problem. Und, vielen Dank. Auf jeden Fall. Und gerne, also du kannst mit bleiben, wie du magst, natürlich das komplett für den Abend. Nein, ich bin weg. Ja, aber danke. Das sag gerne den Kollegen, genieß es. Danke, danke. Ich freue mich auf deinen Beitrag. Das war die bezaubernde Chefin, Leute. Also. Ein YouTube-Video, beziehungsweise das kommt auf TikTok und Instagram und so. Hat sie nicht angenommen. Ihr wisst, wie nennt man das? Höflichkeit, also Anstand. Also auch wenn ich irgendwo eingeladen werde, das Essen geht ja auf das Restaurant, aber davon hat der Kellner, die Kellnerin nichts. Trinkgeld gibt's immer. Von meiner Seite aus. Für alle, die mich noch aus Pokémon Go kennen, vielleicht kommt euch das bekannt vor, hier habe ich früher sehr viel Pokémon Go gespielt. Kurs geht raus an Murat, das ist ein Gebiet. Da war immer X-Raid Arena, hier sind viele Arenen. Ich glaube 7 oder so, die haben wir immer gemacht. Rage-Stunde und so. Ah, gute Zeiten, gute Zeiten. Ja, Kuss geht raus an die bezaubernde Chefin, Besitzerin. Ey, ein Struggle. Ich weiß nicht wieso, aber ich hatte einfach keinen Appetit. Ein Struggle, rückblickend. Denkt man sich, oh shit, echt voll schade. Ich hätte eigentlich viel mehr ausprobieren sollen und voll viel mit nach Hause nehmen sollen, um das maximal auszunutzen, wenn man schon mal eingeladen wird. Essen war, dort war solide, das Bibimbap sogar irgendwo in der Mitte, muss ich noch abchecken. Die machen eine neue Location auf, einen anderen Laden noch. Hoffentlich werden wir da auch eingeladen. Supportet das Video und das Short und das Reel und das TikTok, damit wir da eingeladen werden. Und das nächste Mal nutzen wir das dann ein wenig besser aus. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die V-Stop mit mir auf Instagram, TikTok und beim nicht aktiven Zweitkanal der Minus CS Business und ciao.